Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und vor einigen Jahren habe ich ja mal ein Video gemacht über die teuersten Spiele, die sich in meiner Sammlung befinden. Und ja, was soll ich sagen? Das ist schon einige Jahre her und hat sich so einiges getan. Mittlerweile sind es wirklich nur Gameboy-Spiele. Was genau erfahrt ihr nach dem Intro? Ja, wie erwähnt, war beim alten Video natürlich viele Super Nintendo Spiele noch mit dabei, natürlich in der Big Box, die besonders teuer sind. Da habe ich mittlerweile schon seit längerem ziemlich ausgedünnt und mich jetzt nur noch auf den Game Boy konzentriert, weil ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn ihr verschiedene Systeme sammelt, man kann sich gar nicht so richtig auf ein bestimmtes System konzentrieren und deswegen habe ich etwas mal Kahlschlag gemacht, so ein paar Super Nintendo Sachen habe ich natürlich noch, wie Secret of Mana in der OVP natürlich, weil das so ein bisschen, meine Kindheitserinnerung großartig war natürlich, muss ich natürlich behalten und ich wollte mich natürlich jetzt eher so auf den Game Boy konzentrieren, weil auch der Kanal geht auch mehr um den Game Boy und ich habe irgendwie so ein bisschen für mich gemerkt, okay, Game Boy habe ich auch mehr Faszination und mehr Bindung zu, obwohl ich das Super Nintendo natürlich immer noch abfeiere und auch damals, so wie heute auch geliebt habe. Und ja, deswegen habe ich umgeschichtet und ja, sind so einige Game Boy Spiele so reingekommen, so über die Zeit. Ich will euch jetzt nicht länger zulabern. Fangen wir mal mit dem ersten Spiel an. Übrigens, ich werde euch jetzt immer die aktuellen Preise einblenden. Die habe ich teilweise gar nicht bezahlt, weil ich die Spiele schon wirklich länger habe und die Preissteigerung, ich glaube, da muss ich nichts sagen. Ich glaube, jeder, der sich mit Retro-Spiele sammeln so ein bisschen in den letzten Jahren beschäftigt hat, weiß, wie momentan wirklich die Preise böse abgehen. Die Preise habe ich so ermittelt, dass ich auf eBay einfach mal geguckt habe, beendete Angebote, ne, das ist der einfachste Weg, was wirklich da jetzt bezahlt wurde dafür. Weil ihr wisst es selber, ihr seht irgendwelche Angebote im Internet und die haben mit der Realität meistens nichts zu tun, aber was gekauft wurde, das setze ich hier mal so als Mittelkurs ganz grob an, nimmt es jetzt aber jetzt nicht auf den Euro genau. Fangen wir an mit Hit The Ice. Das ist wahrscheinlich, denk mal, das teuerste Sportspiel auf dem Gameboy bei uns in Europa. Das ist ein Eishockeyspiel und ich muss gestehen, ich habe noch nicht großartig reingeschaut. Kostet momentan so um 200 Euro, Pi mal Daumen. Und ich habe das ja in den letzten Pickups gehabt und ich habe leider noch keine Zeit gehabt, als genauer irgendwie reinzuspielen. Eishockey kann ich persönlich jetzt nicht ganz so viel anfangen. Ich habe natürlich damals Blades of Steel gehabt von Konami und das hoch und runter gespielt. Ich hatte Spaß, deswegen ist so meine einzige Bildung, was Eishockey angeht, tatsächlich aus Blades of Steel. Hier habe ich reingeschaut, scheint so ein bisschen runtergedampft zu sein, ein bisschen comicartiger. Es gibt aber auch Kämpfe drin. Also mein Ersteindruck war, es ist keine Komplettkatastrophe oder irgendwie sowas. Also nicht, dass es irgendwie so ein FIFA 96 nur halt in so bar teuer ist oder irgendwie sowas. Wird es bald definitiv auch mal einen Test dazu geben, wo ich mir das mal genauer anschaue. Sportspiele sind ja meistens tatsächlich wirklich eher sehr, sehr günstig und da ist es wirklich mal ein großes Kaliber dabei. Ganz ehrlich, warum genau, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber die Auflage wird hier wahrscheinlich nicht so hoch sein. Ich denke mal, in Europa ist der Eishockeysport natürlich nicht ganz so populär wie in Amerika und in Kanada natürlich. Und daher wird es wahrscheinlich hier nicht so gut angekommen sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Als nächstes habe ich noch Mega Man 5. Auch das befindet sich jetzt so erst seit so knapp 4 Monaten in meiner Sammlung und ist natürlich die Krönung der Mega Man Spiele. Es gab auf dem Game Boy 5 Mega Man Spiele und Faustregel ist, je höher die Nummerierung, desto teurer wird es. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Spiele relativ spät erschienen sind. Die sollten ja hier erst gar nicht erscheinen. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Amerika und in Japan, da heißt Mega Man ja Rockman, beziehungsweise Rockman World, die Gameboy-Spiele. Die sind, glaube ich, da 2 Jahre vorher erschienen und Mega Man 5 erschien wirklich erst so Mitte der 90er bei uns und wurde von Laguna gepublished. Also anscheinend scheinen die da kein großes Vertrauen gehabt zu haben, dass diese Mega Man-Spiele hier auf dem deutschen Markt auch gut ankommen. Und ich schätze mal, das wird dann auch mit der Verbreitung zu tun zu haben und natürlich dann logischerweise jetzt mit dem Sammlerpreis. Das ist schade, weil wirklich die Spiele, je höher ihr von der Nummer geht, ist natürlich immer alles Geschmackssache, klar, aber desto besser wären die. Also hier Mega Man 5, da wird euch wirklich ein technisches Grafik- und Soundfeuerwerk abgeliefert. Mögen nicht viele den 5. Teil, ich persönlich finde ihn tatsächlich wirklich den besten. Viele favorieren so den 3. oder den 2. Teil sogar. Aber hier wird viel, viel mit reingetan. Es gibt das dieses P-Chip-System, das in den 4. Teil ja eingeführt wurde. Kurze Erklärung, also P-Chips, es gibt so kleine, Chips, wo ein P draufsteht, zum Einsammeln. Und zwischen den Leveln könnt ihr bei Dr. Light in seinem Büro euch das gegen irgendwelche tollen Upgrades eintauschen. Und das wurde im 4. Teil eingeführt
Aber eher so, naja, weil die Sachen zum Eintauschen, die meist nicht so geil, ehrlich gesagt. Und das wurde jetzt hier im fünften Teil perfektioniert und deswegen ist das für mich auch die Krönung der Serie. Der vierte Teil ist übrigens auch ziemlich teuer und auch gar nicht so viel günstiger als der Teil. Ja, muss man natürlich wissen, aber Mega Man ist natürlich wirklich ein zeitloses Prinzip. Ich muss euch, glaube ich, nicht erklären, was mein Mega Man-Spiel macht, oder? Dann habe ich als nächstes Spiel, auch das ist erst so seit boah, 4 Monaten in meiner Sammlung, Beethoven. Und zwar zu Beethoven the Second, also zu dem zweiten Beethoven-Film. Weil ihr wisst wahrscheinlich selber, in den 90er Jahren, da waren ja wirklich so kuriose Filme irgendwie angesagt. Das fing ja an damals mit Hör mal, wie das spricht, zumindest zu meiner Erinnerung. Also ich bin kein Filmexperte, um Gottes Willen. Also Hör mal, wie das spricht, das war ja so ein Film, wo ein Baby quasi synchronisiert wurde und dann mit so einem Comedy gemacht wurde. John Travolta und mir fällt die Frau gerade nicht ein, haben da drin mitgespielt. Da gab es verschiedene Teile und gefühlt hat das irgendwie so eine ganze Welle an Filmen irgendwie losgetreten mit Hunden, mit Kindern, die dann irgendwie so nachvertont wurden und so nach Motto das komische Leben der, keine Ahnung. Diese Beethoven-Filme gab es mit einem Bernhardiner-Hund. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es da ehrlich gesagt gab. Ich glaube, den ersten damals gesehen, aber es sind halt so, ich sag mal, Wegwerffilme. Ne? Also man muss die jetzt nicht unbedingt sehen. Und das wurde natürlich versoftet, weil Hund finden Kinder süß, Kinder spielen Gameboy, muss versoftet werden. So, das Spiel ist sehr teuer, sehr, sehr teuer. Ihr seht es eingeblendet und hat den Ruf, nicht gut zu sein. Und na gut, ich will auf Gameboy Full Set gehen. Also mein Ziel ist es so ein bisschen, alle Spiele, die in Europa irgendwie erschienen sind, zumindest so im deutschsprachigen Raum. Also ich werde mir jetzt nicht unbedingt irgendwelche Sondereditionen, die es nur in Spanien gab oder sowas, besorgen. Mein Ziel ist es halt wirklich, jedes Spiel zu haben, was ich mir damals als Kind irgendwie im Karstadt oder sowas hätte kaufen können. Theoretisch. Natürlich, Verwaltung ist immer so eine Sache. Das ist mein Ziel, aber das hätte ich ja theoretisch haben können. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Und es hat einen Ruf, wirklich ein sehr schlechtes Spiel zu sagen. Ja, auf den ersten Eindruck ja, aber es ist nicht ganz so schlecht, wie viele sagen. Also es ist immer noch kein gutes Spiel, versteht's nicht falsch, aber es hätte wirklich schlimmer sein können. Es hätte eine Minispielsammlung sein können, ne? So eine typische lieblose Lizenzversoftung, irgendein Quatsch. Das Spiel, da spielt ihr halt den Hund, ist ein ganz normaler Plattformer und euer Ziel ist es in den Leveln halt immer ein gewisses ja, Chaos-Meter zu füllen. Und das tut ja, indem ihr bestimmte Aktionen ja, vollführt, wie zum Beispiel im ersten Level seid ihr auf einer Baustelle, dann müsst ihr so Bolzen rauskloppen, um da dann irgendwie Chaos zu verursachen, ja. Steuerung ist halt nicht so geil. Übersicht ist halt nicht so geil und so weiter. Grafik geht, seht ihr eingeblendet, die geht vollkommen in Ordnung. Also es hätte wesentlich schlechter sein können. Also sagen wir mal so, bei so einem 5-Sterne-System würde ich sagen, ist eine 2 Sterne, ist jetzt keine Vollkatastrophe, wie es halt viele machen. Das ist es nicht, aber ist den Preis natürlich nicht wert, aber ne, Projekt Fullset. Die Dinger werden halt leider nicht billiger. So ist es eben leider. Als nächstes habe ich Trip World für euch mitgebracht. Und das ist tatsächlich das erste teure Spiel, was ich mir damals mal gegönnt habe. Das habe ich schon seit Ewigkeiten in meiner Sammlung. Ich habe es damals für 90 Euro gekauft und da dachte ich schon, eieieiei, 90 Euro für ein Gameboy-Spiel, bist du denn verrückt? Ja, ihr seht jetzt eingeblendet den aktuellen Preis. Also, wenn das mal keine gute Geldanlage war. Also Trip World gehört auch hier wieder zu den Spielen, die wirklich gut sind. Gut und teuer. Das ist eine scheiß Kombination als Sammler natürlich. Aber gute Nachricht, andere Versionen sind natürlich immer billiger. Also die US-Version oder ich weiß gar nicht, ob es dafür auch eine japanische Version gab, aber ja, die sind immer billiger. Also auch dieses Spiel, die ich euch hier vorgestellt habe, wenn ihr nur scheiß drauf die Version und euch das Spiel euch holen wollt, guckt mal, wie teuer die japanische Version ist. Also zum Beispiel hier Mega Man 5, also Walkman World 5 wird es wahrscheinlich gewesen sein, ist wesentlich billiger als die europäische Version. Oder hier Trip World, wesentlich billiger als die europäische Version. Ich habe hier auch noch 2 Exemplare, die ich hier gleich hier nach noch vorstelle. Alles wesentlich billiger. Also, wenn ihr wirklich nur das Spiel spielen wollt, holt euch die japanische Version. Klar, habt ihr japanischen Text im Zweifel, aber das ist jetzt nicht so wild bei dem Spielen. Okay. So viel zu diesem kleinen Exkurs. Trip World ist ein super Plattformer, hat super Musik, sieht sehr schön aus. Erinnert so ein bisschen an Kirby, finde ich. Das Innovative an diesem Spiel, finde ich, ist halt ein Plattformer, erinnert an Kirby. Ihr könnt es quasi fast komplett pazifistisch lösen, weil ihr die Gegner gar nicht bekämpfen müsst, um voranzukommen. Klar, es gibt Bossgegner, da müsst ihr natürlich dann entsprechend die erledigen.
Aber das finde ich mal einen interessanten Ansatz, dass ihr es so relativ friedfertig lösen könnt. Und ihr seht es an der eingeleiteten Gameplay, es versprüht halt einfach nur einen super fetten Charme. Das Spiel wurde ja jetzt, glaube ich, vom letzten Jahr oder war es dieses Jahr von Limited One neu aufgelegt. Die haben anscheinend jetzt die Marktlücke auch entdeckt, nehmen jetzt alte, teure Gameboy-Spiele, machen jetzt ihre eigene Version mit einer OVP und sowas draus. Vielleicht holt ihr euch auch die Version, wenn ihr es unbedingt spielen wollt, aber egal in welcher Version, spielt da einfach mal rein. Das Kirby auf nicht ganz so niedlich, ist schlecht zu beschreiben. Spielt rein, ihr werdet es nicht bereuen. Als nächstes habe ich dann Avenging Spirit. Auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Spiel. Auch hier, wie gesagt, die amerikanische Version, die hat übrigens ein ganz anderes Cover. Oder auch die japanische ist wesentlich günstiger. Das Spiel ist auch ein Action-Plattformer auf den ersten Blick und das hat ein sehr, sehr interessantes Spielprinzip. Und zwar spielt ihr einen Geist, wie ihr schon auf dem Cover sehen könnt, ein Geist. So. Problem als Geist ist natürlich, ihr seid jetzt nicht irgendwie körperlich, ihr seid irgendwie astral oder wie es bezeichnet wird und schwebt da rum und ihr könnt ja nicht direkt mit den Leuten interagieren. Okay, was macht ihr? Ihr könnt Menschen oder die Gegner für eine gewisse Zeit, ja, die reinfahren und ja, die dann steuern. Ne? Das heißt, wirklich wie so ein Dämon irgendwie in den Körper reinfährt und dann steuert hier eine Exorzist und so weiter, könnt ihr das hier auch machen. Und jeder Gegnertypus hat natürlich sein eigenes Bewegungsmuster, seine eigenen Waffen und so weiter. Ne? Also gibt es natürlich den, sag ich mal, den Gangster, der halt seine Pistole hat, aber gibt es auch den Ninja-Kämpfer, der dafür schneller ist und nur Nahkampf haben kann. Das ist ein super Prinzip, finde ich, sehr innovativ für die Zeit und es macht wirklich Spaß, in immer jeder Situation euch irgendwelche Gegner zu sehen. Es fragt euch wahrscheinlich, okay, wie sterbt ihr denn? Weil wenn eure Figur, die ihr jetzt besessen habt, stirbt, ist es so, dass ihr auch stirbt? Nein, da habt ihr noch eine zweite Chance. Und zwar geht ihr dann aus dem Körper raus und habt dann eine gewisse Zeit quasi in der Freiheit, in der ihr euch ein neues Opfer suchen könnt. Ne? Das heißt, hier müsst ihr wirklich so vom normalen Plattformern-Regeln so ein bisschen umdenken. Also findet das Genre nicht neu, aber dieser Ansatz ist das richtig, richtig schön. Ist auch auf Limited One, glaube ich, erschienen in der Version. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wie gesagt, hier im Zweifel, wenn ihr es günstiger haben wollt, zur japanischen oder zur amerikanischen Version greifen. Aber auch hier ist eine super Empfehlung. Und als letztes Spiel habe ich das wahrscheinlich ja, fast beste Beat'em-up auf dem System, finde ich. Und zwar Hammering Harry. Auch hier, ne, japanische Version etc. ist günstiger. In Japan gab es da sogar einen Nachfolger dazu, was natürlich richtig, richtig schön ist. Den habe ich auch in meiner Sammlung, macht auch sehr viel Spaß. Und auch hier, guckt euch einfach das Gameplay an. Super Technik, richtig gut aufgemacht, ist ein super Beat'em'up. Ihr seid einer, der mit einem Hammer loszieht, ich weiß, Hammering Harry. Große Überraschung, dass ja eure Hauptwaffe da ein Hammer ist und verkloppt dann halt wirklich eure Gegner. Für mich persönlich wirklich das beste Beat'em'up auf den Systemen, obwohl es da starke Konkurrenz gibt, ne, siehe Turtles etc. Aber hier kommt halt einfach alles zusammen. Die super wunderbare Technik, das knackige Gameplay. Wirklich schade, dass es hier nicht so die große Verbreitung gefunden hat und deswegen so teuer ist. Die Musik ist einfach wunderbar. Ne? Auch hier lohnt es sich hier vielleicht mal, wenn ihr Bock drauf habt, in den Nachfolger reinzuspielen, weil das ist ja ein großes Upgrade. Im Vergleich ist es jetzt nicht, aber macht viel vom selben und das ist schon ziemlich gut. Absolute Empfehlung. Allgemein finde ich es natürlich wirklich schade. Das war auch das letzte Spiel, was ich euch jetzt zeigen wollte. Also dass diese 6 sind die teuersten Exemplare in meiner Sammlung. Und ich finde es schade, dass halt so viele Spiele davon halt wirklich richtige Spielspaßkracher sind irgendwie. Weil wenn ihr die denn wirklich haben wollt, dann müsst ihr tief in die Tasche greifen. Das ist irgendwie echt nervig. Also bei manchen Spielen verstehe ich es echt nicht, warum die damals wirklich so übersehen wurden. Das kann ich mir wirklich nur erklären, dass irgendwie der Publisher keinen großen Markt irgendwie hier in Europa für dieses Spiel gesehen hat oder ähnliches. Wirklich sehr, sehr schade. Aber bis auf Beethoven und ja, Hit the Ice, da kann ich nur keine definitive Empfehlung geben. Wirklich alles richtig gute Spiele. So, das waren jetzt meine teuersten Spiele in meiner Sammlung mittlerweile. Wie gesagt, so meine anderen Super Nintendo-Varianten und so weiter sind natürlich noch in meiner Sammlung, aber die haben mittlerweile das wirklich überstiegen. Und das, obwohl ich mir irgendwie nie geschworen habe, so viel Kohle für ein Gameboy-Spiel auszugeben. Wie die Zeiten sich ändern. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Könnt ihr mir in den Kommentaren auch gerne mal schreiben, was für Schätze ihr in eurer Sammlung habt und wo ihr so ein bisschen stolz drauf seid. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.